So, Sie versuchen also gerade schwanger zu werden. Und hat Ihre Frau auch neuerdings seltsame Apps auf ihrem Handy, irgendwelche Zyklus-Apps, Urbia, oder fängt sie vielleicht an, dass sie auf Pinterest nur noch alles über Schwangerschaft und Babys sammelt? Oder haben Sie vielleicht auf der Toilette bei sich schon mal so komische Teststreifen gefunden, wo man die fruchtbaren Tage mit feststellen kann? Wenn das Ihnen alles bekannt vorkommt, dann schauen Sie sich das Video an. Ich gebe Ihnen nämlich die 10 besten Tipps, was Sie als Mann dazu beitragen können, dass die Frau schneller schwanger wird, und auch ein bisschen Futter, damit Sie gut mitreden können. Guten Tag, mein Name ist Dr. Marc Birkhahn, bin Urologe und Androloge hier in der Urologie am Köln. Wenn Sie das Thema Männergesundheit oder auch urologische Probleme von Frauen interessiert, abonnieren Sie den Kanal. Hier auf dem Kanal gibt es immer wieder spannende Themen zu genau solchen Sachen. Irgendwann kommt bei vielen Paaren die Entscheidung, so, jetzt wollen wir Kinder kriegen. Und wir Männer sind dabei so zeitlich ein bisschen entspannter, ne? Es macht ja auch Spaß, dann die Planungen dahin und die Versuche in die Richtung. Frauen gehen das häufig ein bisschen anders an und werden relativ schnell nervös. Ich glaube, es ist wichtig, dass man seine Frau dabei unterstützen kann und auch ihr zeigen kann, dass man sich auch informiert hat. Ja, Sie haben recht, ich spreche aus eigener Erfahrung. Es gibt einige Sachen, die wir wissen sollten als Männer und auch wie wir die Frau erstmal beruhigen können. Also es ist so, dass wenn bei beiden alles okay ist und sie schlafen am richtigen Tag miteinander und sie ist, sagen wir mal, 25 oder 30, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein Kind entsteht, 20, 25%. Also das ist nicht so, dass nach einem Mal miteinander schlafen sofort Zwillinge da sind. Das ist nicht der Normalfall. Durchschnittlich dauert es ungefähr 4 Monate, bis ein Paar wirklich eine Schwangerschaft erreicht hat. Also das geht nicht sofort. Es ist sogar so, dass bei 10% der Fälle der Paare das länger als ein Jahr dauert. Also Ruhe bewahren, 4, 5 Monate ist erstmal überhaupt keine Zeit dabei. Das war mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist Timing, Timing, Timing. Es ist entscheidend wichtig, dass sie an den richtigen Tagen miteinander schlafen. Ja, die Frau ist nur an wenigen Tagen im Monat fruchtbar. Sie können gerne an allen anderen Tagen auch miteinander schlafen. Das ist nur nicht zielführend, wenn sie Kinder zeugen wollen. Man muss noch mal so ein paar Abläufe dabei wissen. Also das ist so, dass ja der Eisprung bei der Frau stattfindet und dann ist die Eizelle, macht sich auf den Weg durch den Eileiter bis in die Gebärmutter rein. Das ist ein Zeitfenster von ungefähr 12 Stunden, an denen die Befruchtung dann stattfinden kann. Jetzt haben wir zum Glück ein bisschen mehr Zeit als nur diese 12 Stunden. Es ist nämlich so, dass die Spermien des Mannes 3 bis 5 Tage im Körper der Frau überleben können. Wie sieht also ein idealer Plan aus, wann man miteinander schlafen sollte? Sie sollten dann ungefähr, sagen wir mal, wenn Sie wissen, an dem Tag wird der Eisprung stattfinden, dann an den 3 bis 4 Tagen vorher und dem Tag selbst miteinander Geschlechtsverkehr haben. Mein nächster Tipp ist ein ganz persönlicher. Dritter Tipp: Merken Sie sich den Tag des Eisprungs bei Ihrer Frau. Ja, also sie wird sehr begeistert sein, wenn sie merken, okay, an dem Tag ist es so. Sie sollten zum Beispiel auch vielleicht nicht irgendwie eine Geschäftsreise, gerade die Sie irgendwie verschieben können, auf den Tag legen, wo eigentlich die fruchtbare Zeit Ihrer Partnerin beginnt. Ihre Frau wird es Ihnen danken. Unsere Fruchtbarkeit, die männliche Fruchtbarkeit, ist am besten, wenn wir ungefähr 4 Tage lang keine Samenergüsse gehabt haben. Ja, wenn man also kurzfristiger Samenergüsse hat, dann ist das Volumen geringer, die Anzahl Spermien geringer. Wenn sie länger warten, dann wird die Beweglichkeit der Spermien schlechter. Also machen Sie es so: Wir hatten gesagt, irgendwie die 3 bis 4 Tage vor dem zu erwartenden Eisprung, da wollen Sie miteinander schlafen. Also vorher 3, 4 Tage machen Sie bitte sexuell gar nichts. Ich habe mal in einer Fernsehsendung gesehen oder Fernsehserie gesehen, war das, dass die Frau beim Sex unbedingt mit dem Kopf in Richtung Norden liegen sollte, weil dann die Fruchtbarkeit höher ist oder die Befruchtungswahrscheinlichkeit höher ist. Sowas ist natürlich total Quatsch, aber was muss man denn beim Sex beachten? Also Sie sollten natürlich versuchen, so tief wie möglich zu ejakulieren, ne? Also möglichst den Spermien schön weit in Richtung Gebärmutter schon hineinbringen. Ja, Sie müssen wissen, die Jungs haben
haben einen ganz schönen Weg vor sich. Die meisten Spermien bleiben tatsächlich in der Scheide hängen. Also wenn sie da ein bisschen noch weiter eindringen und dann zum Samenerguss kommen, dann haben die zumindest eine bisschen höhere Wahrscheinlichkeit, in die Gebärmutter schon mal vorzudringen. Dann müssen die Spermien sich ihren Weg hochkämpfen, ja, bis in den Eileiter rein. Und man muss sagen, dass die Frau oder in dem Fall die Gebärmutter der Frau es den Spermien nicht leichter macht. Da sind nämlich so kleine Ärmchen auf der Gebärmutterschleimhaut drauf, die versuchen, die Spermien wieder auszutreiben, also die gar nicht helfen, sondern die versuchen, die rauszuschmeißen. Sodass das für die Spermien ein ganz schöner Weg ist. Je mehr Spermien in der Gebärmutter ankommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch welche oben im Bereich des Eileiters ankommen. Natürlich ist dann in Bezug auf die Position es gut, wenn die Gebärmutter der Frau eher tief liegt dabei. Also es ist insgesamt gut, wenn die Gebärmutter etwas tiefer liegt, also unter ihnen ist, tiefer liegt als sie als Mann, weil dann die Spermien noch mehr und leichter in die Gebärmutter reinkommen können. Es ist nämlich so, dass die, wenn sie ihren Weg hochgekämpft haben, das wirklich nur so 100, vielleicht 200 Spermien bis in den Eileiter hinein schaffen. An der Eizelle kommen ein paar Spermien an, 5, 6, manchmal 7, und dann schafft es ein einziges Spermium wirklich in die Eizelle einzudringen. Sobald die drin ist, ist Ende und dann ist die Befruchtung da. Und fängt Ihre Frau jetzt neuerdings auch an, sich beim Sex immer so ein Kissen unter den Po zu machen und schön lange liegen zu bleiben oder vielleicht Sachen wie eine Kerze zu machen, also die Beine hochzulegen nach dem Sex? Macht sowas Sinn? Es gab da eine holländische Studie zu, die das untersucht hat und die ehrlich gesagt keinen Unterschied gefunden hat. Es war nicht so, dass solche Manöver das irgendwie besser gemacht haben oder die Befruchtungswahrscheinlichkeit erhöht haben. Also ich würde vorschlagen, lassen Sie Ihre Frau Kerze machen. Ist ja auch ganz ulkig, wenn sie da liegt. Würde ich ihr jetzt nicht ausreden, aber jetzt mal wirklich wissenschaftlich haltbar ist sowas nicht. Mein nächster Tipp. Versuchen Sie, Ihr Leben gesund zu leben. Ja, also durch vernünftige Ernährung, ein bisschen Sport, frische Luft, ein bisschen weniger Stress als vielleicht sonst üblich, können Sie Ihre Wahrscheinlichkeit, dass die Frau schwanger wird, erhöhen. Ich werde dann oft gefragt, ja, muss ich denn jetzt komplett auf Alkohol zum Beispiel verzichten? Also, wie viele Kinder sind schon unter Alkoholeinfluss gezeugt worden? Wahrscheinlich Milliarden. Also, es ist so, dass unmittelbar vorher, dass der Alkohol nichts macht. Es ist aber doch so, dass wenn Sie jetzt einmal eine sehr heftige Party hatten, dass dann einige Zeit später, also ungefähr 3 Monate später, das entspricht dem Zyklus von den Spermien, der Bildung der Spermien, dass Sie dann 3 Monate später eine verschlechterte Spermienqualität haben. Also in der Zeit, Alkohol in Maßen ist okay, übermäßig viel ist keine gute Idee, wenn Sie eine Schwangerschaft erzeugen wollen. Ja, Ihre Frau fängt wahrscheinlich jetzt an, Sachen wie Folsäure zu nehmen oder andere Nahrungsergänzungsmittel. Ist das für uns Männer auch sinnvoll? Ja, tatsächlich. Da gibt es ein paar Studien zu. Also zum Beispiel, was Sie einnehmen sollten, was Sie einnehmen können, ist Omega-3-Fettsäuren, Selen, Zink kann helfen, Folsäure ebenfalls. Es gibt ein paar Untersuchungen, die sagen, dass Carnitin die Beweglichkeit der Spermien verbessert. Auch das ACC, das man so vom Abhusten kennt, diese Brausetabletten, die verbessern die Spermienqualität. Wenn Sie in die Apotheke gehen, werden Sie eine Vielzahl solcher Produkte finden, die genau solche Substanzen enthalten. Die meisten von denen sind völlig okay und sind genau das, was Sie brauchen. Ja, und kommen wir nochmal zu meinem ersten Tipp zurück. Ruhe bewahren. Also, wenn es jetzt wirklich so ist, dass 3, 4 Monate, 5 Monate lang Sie das wirklich versuchen mit den Tipps, die ich Ihnen eben erzählt habe, und es trotzdem nicht funktioniert, dann würde ich Ihnen raten, das ein Spermiogramm machen lassen, also ein Fruchtbarkeitscheck, eine Analyse der Spermien. Sowas macht man beim Urologen oder Andrologen. Dazu gibt es übrigens auch ein paar ganz gute Videos bei uns hier im Kanal. Freut mich, dass Sie zugeschaut haben. Wenn spezielle Themen Sie interessieren im urologisch-andrologischen Bereich, dann schreiben Sie uns doch ein paar Sachen in die Kommentare rein oder schreiben mir gerne auch eine E-Mail. Wir nehmen solche Themen gerade ganz gerne auf, weil das sind die Sachen, die Sie interessieren. Bis dahin. Tschüss.